Hallo Leute! Hallo! Willkommen bei uns beim Würfelorden und beim zweiten Spielbericht für das Monster and Man Turnier Vorbereitungsspiele. Ja. Ich teste heute eine mögliche böse Liste, der Lukas eine mögliche gute Liste. Was hast du mit? Ich habe mir erstellt mit dem Boromir aus der Gefährtenliste aus Beiwagerl, mit dem Hurin und mit dem Denethor. Genau. Und ich spiel die Pits of Dol Guldur, das heißt ein Azog mit einigen anderen Zeug. Wir zeigen euch die Armeen und dann legen wir los. Wir spielen Kampf beim Mondeslicht. Es sind 423 Punkte plus einem Monster. Der Spielbereich kommt definitiv nicht mehr vor dem Turnier. Entsprechend seht ihr das nachher, vielleicht sogar nach dem Turnierbericht. Also, ich habe in Hurin mit drei Wachen der Festen. Was haben die für eine Bewaffnung? Bögen. Alle Bögen. Ein Pferd. Jawohl, das Pferd war mir klar. Ja. Dann habe ich einen Boromir mit Schild. Und Pferd. Und Pferd. Und Horn. So, dann habe ich mit drei Wachen des Hofbrunnens. Sechs Kämpfer mit Schwert, zwei mit Speer und drei Waldläufer mit Speer. Mhm, alles klar. Wir spielen wieder in Schlumpfhausen, weil wir haben nicht die Zeit gehabt, eine Platte aufzubauen, damit sich das Spiel noch ausgeht. Entsprechend stellen wir jetzt auf und dann zeigen wir euch mehr. Armeeanführer ist bei mir logischerweise Azog auf weißem Wagen. Der kann keine schwere Rüstung und keinen Steinflegel dabei haben. Dann habe ich 4 Gundabad Orks mit Schild, 6 Gundabad Orks mit Schild und Speer, 2 Jäger Orks ohne Bögen, ganz wichtig. Und da drüben habe ich dann noch einen Gundabad Hauptmann ohne Schild. Das Schild konnte ich mir nicht mehr leisten. 2 Gundabad Orks mit Schild, 2 mit Schild und Speer, einen Düsterwag und eben den Troll. Genau. Und weil wir es vorher nicht gesagt haben, der Troll ist ein Held mit einem Schicksal, einem Heldentum, einem Willenskraftpunkt und kann einen heroischen Marsch. Genau, passt. Dann? Wir sind aufgestellt, würfeln die Ini und legen los. Dol Guldur. Deine. Jo, ich auch. Dann? Ich übertriebe. Deine. Fernkampf. Oh, Akku. She's saying. Passt. Ich schieß mit die drei auf die Ego-Achs. Mhm. Dann halb bewegt. Hat zu treffen auf die plus 5. 4. Einer. Einer. Bewegtest. Der ist dein Wegtest. Bleibt hängen, braucht die 5. Nein. Die beiden sind die halbbewegt oder voll? Die sind vollbewegt. Okay, dann machen Schnicks. Okay. Nahkampf. Mhm. Alter. Auf dem Reiter. Passt ja auf 5. Mhm. Eine 6. Deine. Ich mache eine heroische Bewegung mit den Hauptmann. Das war zu groß. Ja, leider. Leider. Was heißt leider? Ja, weiß man lieber gewesen, wäre das jetzt nicht so. Was kommt in den Hurin? Hurinson. Hurinson. So. Du würfelst so. Nein, du hast die nicht gehabt. Ich hab die nicht gehabt. Eine, zwei, eine.
Kannst du noch schießen? Bevor du es vergisst. Ja, wir schießen wieder Fähigerworks. Einmal. Zwei. Erster im Wegtest. Geht durch. Zweiter im Wegtest. Bleibt hängen. Tötet. Der andere. Bleibt hängen. Nein, auch. Dann sagt mein Hurin einen Hieb an gegen einen Troll. Ja, ich mache einen gratis heroischen Nahkampf mit Azog. Okay, weil er große Heldenregel hat. Nein, weil er in der Pizza of Duldur darf er gratis Nahkämpfe ansagen. Ja, das ist nicht nass, das ist nicht der große Held. Nein, der große Held wäre jede Runde gratis. Ja. Okay. So, machen wir deinen Nahkampf zuerst. Groß sind die Gunderbats. Eine 6. Der ist tot. Ist Azog furchtlos. Den Wie viel Mut hat Azog? Wie viel Mut hat Azog? Fragen, die ich mir sonst nicht stellen muss. Mut 5. Dann gebe ich einen Willen aus. Ich stelle ihn jetzt nur mal hin, vielleicht muss ich noch umbewegen, das kommt drauf an. Theoretisch geht's. Okay. Muttest mit dem Gunderbatrak. Schafft er. Und mit dem zweiten. Nicht, okay. Dann deine Ini. Du sagst an, wo es weitergeht. Wir machen den Hieb vom Hurling. Ja, wie hoch geht er? Auf plus 4. Das heißt auf die 9. Legen wir mal vor, eine Folge. Drive on the Troll, 6. Dann gebe ich es ein letztes Haus, damit ich überlebe. Dann darf er zuhauen. Ja, ich habe ein handhabhändiges Schwert. Mhm. Was haust du? Auf den Troll. Okay, brauchst du 5? Keine 5. Was, dann mach mein Goldberg weg. Nicht dein Ernst. Du hast angegriffen. Achso, stimmt. 3. Auf den Reiter. Ja. So, Azog. Na, dann machen wir noch. Ah, stimmt, den haben wir noch. Da mache ich einen schönen Block. Eine 6. Hast du gewonnen? Ich werde zu Boden. Darfst du doppelt noch zuhören nochmal? Eine 4 und eine 5. Reicht nicht. Dann Azog. Leg mal vor. Eine 5. Eine 6. Ich mach auch 6 vor. Okay, ist er leer. 50-50-Wurf. Komm schon. Ja. Heute ist mein 50-50-Wurf-Tag. Das war jetzt wichtig. 2 Wunden. Wieso? Azog verwundet Helden immer auf die 3 Plus. Ja. Ich schaue jetzt nochmal nach, ob ich jetzt eh nichts vertue, aber eigentlich. Ja, sondern. Was ist für ein Riesenbit? Ich bin der Meister. Wenn Azog Verwundungswürfe gegen feindliche Helden würfelt, nachdem er seinen Kampf gewonnen hat, muss er nie höher als 3 Plus würfeln, um eine Verwundung zu erzielen. Passt. Dann mache ich da noch auf jeden Fall mal ein Haar drauf. Vom Wag. Schicksal geschafft. Dann mache ich die letzten 2 auch drauf, dann ist der End gemoscht. Und hast du das leer? Nein, nur der Wag ist weg. Okay. Der Azog hat noch 3 Haar. Okay? Jo. Ini. Das war jetzt wichtig. Eine 6. Willst du es ansagen? Ja, wir bauen mir eine Bewegung. Okay, ich kontere nicht. Wobei. Also, das ist nicht entsetzlich, aber. Ja. Ich mache die heroische Bewegung mit dem Azog.
Hat noch 2 Haar. Ja, dann würfelt er mich, wer sie bekommt. Du. Passt. So, dann haben wir Barman Nummer 5. Ich möchte mal einen gratis heroischen Nahkampf mit Arzog ansagen. Ich sage einen Baum, ja. Und ich möchte einen Nahkampf mit meinem Hauptmann ansagen. Okay. Meine Inni war's. Für mich. Du hast angegriffen, das heißt Arzog gegen eine Brunnenwache. Ja. 5 Glück. Hat die 5? 6. Muss ich das Haar drauf machen? Das muss ich jetzt vielleicht riskieren. Das ist die 6. Die Mutter ist von denen, du hast eigentlich vergessen, oder? Nein, warum er lebt. Stimmt, das zählt auch auf ihn. Voll, good point. Dann ist dein Nahkampf. Ja, das heißt, ich habe jetzt Kacke gespielt. Dann habe ich 4 Würfel gegen Grimm. Achso, nein, das triffst du nicht. Wieso nicht? Du hast ein Kavallerie-Modell angegriffen. Stimmt, dann habe ich 3. Ah, das war jetzt deppert. Ich hoffe, tot. Mhm. Ich Idiota. Hat er K7, gell? Mhm. Wäre es mir wichtiger. Eigentlich hat man die Idee den Wurscht, wann der Hurin überlebt. Sehe ich das richtig? Ich überlege gerade, dass ich mit dem Troll anlege. Dann mache ich das. Mutter ist vorne noch, bitte. Okay. Das war jetzt deppert. Hätte ich es andersrum gemacht. Okay, dann haben wir einen Troll und einen Hurin. Ich lege mal vor. Also. Ich auch. Deine K. Meine K. Ich schlag normal zu mit dem Troll. Eine? Wie viel V hat der? Hm? Welche V hat der? 6 hat er, weiß schon 6. Hurin hat 6. Jo. Und ein End hat Stärke 8, das heißt ich brauche nur 3, das sind einmal 2 Wunden. Mhm. Warte, ich muss mal Schicksal schaffen. Geschafft. Dann 4-mal vom Gunderbad. Da ist sie noch 2 Wunden. Das ist ein Popper zu sehen. Zu mutig eingesetzt. Ich bin so ein Idiot. Der Haupt muss ich auch zuerst bewegen, oder? Nein, das ist egal. Beim heroischen Nahkampf ist egal. Hätte ich das gescheit gespielt, dann wäre Boromir im Troll hängen geblieben. Hätte ich gescheit mit Bart Hurin jetzt weit vorne gewesen. Okay. Ich mich eingreifen, aber geht sich das nicht aus. Hm? Und so komme ich raus. Nein, ich werde nicht, er wird sich nicht ausgehen. Okay. Gut, dann meine Eni. Nochmal Hauptkampf. Ne? Ja, machen wir. Nein, machen wir nicht. So nicht. Wenn wir zuerst den Denitor machen, der eingekreist wäre. Ich möchte 3 gegen Denitor. 3 gegen Denitor. Nein, den habe ich bei beide angerufen. Ja, das ist egal. Ich kann's, weil da ein 1 gegen 1 Kampf kann ich machen und 3 gegen einen. Ich hab die nicht, das tut er. Okay. Ich hab die 6. Ich hab die 5. Ja, jetzt habe ich nämlich 6 Attacken drauf. Auf die 5. Und eine habe ich. Nein, die 4 reicht nicht. Du hast Stärke V6. Ich habe kein Schicksal auf meine Dänentor. Jo, dann muss ich minimal zurückweichen. Und dann haben wir. Machen wir dreimal 1 gegen 1. Und 4. Und 6. Und gewonnen. Und eine 6. Ja. Dann machen wir. Machen wir den da oben einmal. Im Hauptkampf gehen wir zum Schluss. Okay. Da habe ich. Eine 2. Hauptmann ist schwarz. Eine 3. Reicht.
aufgefressen. 1 gegen 1. 3. Nix. Den haben wir schon gemacht. Machen wir einen Troll. Der Schüttblock. 6. 5 hast du gewonnen. Ich hätte so Roll. Ich hätte ihn gern so. Jetzt ist es nicht. Ja, jetzt machen wir ihn. Arzog, ich komme ja raus, irgendwie. Ich weiß da noch nicht wie, aber. Ja, nicht. Aber ja. 6 gewonnen. Ja. Natürlich alle 3 auf ihn. Eine Wunde nur. Den haben wir gemacht, dann nehmen wir da 2 gegen 2. Ja. Hast du gewinnt? Nein, der gegen ihn. 50-50 Wurf? Du hast ihn nicht gut. Sich. Dann einer gegen einen. 5. 1. Nix. Dann der Jäger gegen den Krieger. Wir machen den Schüttblock. Bringt nichts mehr auf Kemp. Der gegen 2. Mach ich Schüttblock. Bringen wir nichts. Und da einer gegen 2. Drei, ja. Drei, ja. Schildbock, du kannst hinten vorne ansagen. Ja, wir machen 5. Also, hast du gewonnen? Passt. Mit dem Schadenwürfel machen wir Finte. Ja. Finte zuerst. Nein. Und. Ja. 6. Das ist der Dritte bei mir. Ja. Inni. Möchtest du was ansagen? Ja. Bewegung im Baum. Ich mach, ich setze die Fähigkeit von Pizza an, ich kriege automatisch. Musst du sagen, bevor wir die Initiative verwürfeln. Schauen die Regeln noch. Oder nicht? Nein, ich müsste zumindest machen, bevor du es ansagst. Aber ja. Ich glaube nicht, bevor du. Oder? Bevor wir Initiativen Initiative würfeln, muss das auch sagen. Nein, vor dem Ini-Würfeln glaube ich nicht, aber bevor du was ansagst. Ich war so froh, wenn du das regeltechnisch besiegt hast. Du hast deine eigene Mappen noch nicht gelesen, ja? Ja. Das ist Wahnsinn, was da alles an. Also war das die falsche. Da ist die wichtige. Stimmt, bevor die Ini. Ja. Sick. Dann macht der Troll Bewegung. Okay. Da haben wir sie mit irgendeiner Folge gehabt. Deine. Passt. Wir greifen. Schießen wir nicht. Mhm. Ich muss mit Baron einen Hieb aussagen gegen deinen Abzug. Ich sag einen heroischen. Das ist jetzt riskant. Sag trotzdem einen heroischen Nahkampf an. Ich gehe auf die Mai. Achso, warte, was mache ich? Nein, ich sage. Ach, bist. Was mache ich? Wieso? Sagst du einen Hieber? Nein, ich hätte keinen Nahkampf ansagen dürfen. Wieso nicht? Na, weil er jetzt als erstes gemacht wird. Ja. Für mich. Ich wollte aber nicht jeder Idee gehabt, was du wirken wirst mit dem Nahkampf. Nein, eigentlich wollte ich ihn rausziehen und dann nur gegen den kämpfen, aber ich muss ihn jetzt als erstes machen. Ja. Bis das war jetzt deppert. So, das heißt, ihr 3 und ein Unterstützer. Ja, machen wir mal. Aber 6. Ja, hast gewonnen. So. Was hat der Aktzug für Rüstung 5? Rüstung 5, ja. Das heißt, Stärke von Baron, was haben wir da? 4. Braucht 5. Ich brauch 5. Und dann. Eine. Mal 2 und dann mal H drauf, dann haben wir 3. Also dann haben wir 2. Und dann kommt meine lustige Wache noch dran. Mhm. Eine 1. Schicksal? Nein. Hat er noch ein Leben? Scheinblaster. Die Wache jetzt bringen müssen. Das war jetzt richtig doof. Ja. Hab ich Glück gehabt. Ja. Sind wir ja dolly und bucht. Troll.
logischer Bruck. Ein 1. Eine 4. Ich dränge zurück und darf sie zurückgehen. Okay. Du weißt schon, dass du ein Karneibohrmikro lang hast. Der Hieb geht ja noch immer, gell? Okay? Der Karneibohrmikro. Ja. Okay, passt. Was machen wir? Edwin. Ja. Eine 5. Eine 6. So, letztes Haar weg. Erster Hit, zweiter Hit, dritter Hit. So, jetzt kannst du nämlich zumindest gar mal keinen Hieb mehr ansagen. 2 gegen 1. Eine Finte. Schiffblock. 6. Finte rot. Tot. 3 gegen den. Finte vom. 4. Von 2 Finten. Schiffblock. 6. Hast du gewonnen? Was hast du gemeint mit 4? Das waren 4. Was? Das waren 3 Würfel, der ist noch oder? Nein, der hat gegen ihn gekämpft. Achso, okay. Oder gegen den, wer es vorher gestanden hast. Okay, was? Dann machen wir den da, der kämpft gegen 2. Schiffblock. Eine Finte. Eine 3. 4. Finte rot. Tot. Denitor gegen einen. Unterstützer ist auch dabei. Ja, ich würfel mein Denitor. Ich habe die 6, hast du gewonnen. Nein. Der Unterstützer. 5. Dann 2 gegen den. 2 gegen Tor. Ja, kann ich keine Finte, also auch kann ich eine Finte ansagen. Du kannst auch Finte übrigens die ganze Zeit. 6. Rot ist die Finte. Nein. Weißt du zurück. Warum kannst du eine Finte ansagen? Weil wir beide K3 haben. Okay. Deswegen kannst du auch eine Finte ansagen. Dann 2 gegen 2. Und wieder K4. Ja, da kannst du eine Finte ansagen und ich nicht. Also Finte noch, okay. Passt. Hast du gewonnen. Dann brauchen wir so ein bisschen die Würfel. Finte ist rot. 2 gegen 1. Oh, Top 1 hast du schon gewonnen. 4. Jäger gegen Krieger. Morgen Schildblock. 5. Und Jäger gegen. Links. Gegen welches Hof? Mal wieder ein Schildblock. 6. Okay. Ini. Also, weil keine Ini automatisch hat es mir. So, jetzt aber. Ach, sieh bitte den Weg gehen. Schnell wirf. Na dann. Gott, das wird so gerne den Fall. Heroischer Nahkampf gegen den Tor. Jo. Eine 6. Niedergeritten. Jo. Viermal tot. Ganz viel tot. Ich gehe aus der Kontrollzone raus und greife ihn Boromir. Dann gibt es Horn. Ja, Mut ist ein Arzog. Wahnsinn! Schafft er. Das dann. 6. 3-3. Schwarz ist Arzog. 2 Wunden und darum noch eine. Das war ein Boromir. Der Troll. Schubblock. 5. Tot. Dann haben wir da 2 gegen 1. Schildblock! 5 hat gewonnen. Das reicht nicht. Ist leider vom Falschen. Einer gegen einen. Eine 3. Wo sind wir? Einer gegen einen? Also. 4. 4. 2 gegen den Waldläufer. Nice. Der ist weg. Der Jägerlack. Gegen der. Also, bitte schon. Eine 6. Ich auch, hast du gewonnen. Eine 2. Der da. Eine 5. Eine. Tot. Dann haben wir einer gegen einen. Eine 4. Eingekreist. Warte, muss ich weg. Dann der da. 5. 6. 2 reicht nicht. 2 gegen den. Eine Finte vorne. 3. 50-50 Wurf.
für mich. Finte darf ich wiederholen. Nein. Und der letzte 1 gegen 1. Viel. Gerade viel. Wie viel hast du noch am Feld? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bin auf der Hälfte, bin gebrochen. Ja. Die Frage ist, wann ist das Ende das Spiel? Jetzt habe ich nicht drauf gehabt. Okay, also es ist Mut, das haben wir gehabt. Es sind, ist war deine Ini, die Waldläufer sind, also es sind die Waldläufer weggelaufen und ein Krieger. Wir sind jetzt auf 5 Modellen. Ja. Damit ist das Spiel eigentlich vorbei, weil ich bin geviertelt. Ja, nach der Runde. Du kannst aber eh nichts mehr erfüllen, weil grundsätzlich, du kannst meine könntest noch versuchen, Helden zu töten, aber es wird nichts werden. Naja, ich kann mal erkennen, ich kann noch ein Fight gegen Arzug probieren. Wenn man das möchte. Ist auf Arzug. Nein. Bleibt stehen. Wenn man Mutter ist auf Arzug. Schafft's. Wenn man Mutter ist auf Arzug. Der kommt nicht hin, oder? Na doch, das geht ja aus 6 zu. Ja, aber der kommt nicht durch. Ja. Okay, von dem nochmal. So. Der hat es nicht geschafft. Der andere kommt nicht raus. Ja, der greift den auch, passt. Was mit dem? Wo soll denn der noch hin? Der kann die zwei angreifen, das kann er machen. Ja. Holst du mal noch dazu? Dann haben wir 750.000 für 5 Meter Anzug. Oder hast du das mit Bonus? Ich würfel mir mächtige Bonenwache. Heroischer Nahkampf. Eine 5 mit der mächtigen Bonenwache und einem Schildblock. Eine 3 vom Anzug, eine 5 vom Troll. Und die Sache erledigt. 6 mal Anzug. Reicht nicht. Wieso? Das kann man nicht Bonus. Ich übergriffen. Ja, du bist eigentlich weißt. Das stimmt. 6 mal Troll. Ja. Passt. Eine 2. Wer jetzt? Wer? Arzog. Geht nur, du musst meinen Arzog verletzen. Tot. Ja. Passt. Okay. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Arzog stirbt, gegen 0. Passt, kommen wir zur Schlachtnachbetrachtung. Nein. Spiel vorbei. Es ist ein 12 zu 1. Oder 12 zu 3. 12 zu 3, Entschuldigung. 12 zu 3. Bei mir sind alle Helden noch am Leben. Ich habe alle von dir ausgelöscht. Du bist gebrochen, ich nicht. Ja. Und dein Armeeanführer ist tot. Ich habe einfach den Fehler gemacht in der einen Runde, wo der Boru mir den Hieber gesagt hat, ich hätte den Troll, ich hätte den Nahkampf nicht anzeigen dürfen. Mhm. Dann wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Der Troll macht den Nahkampf und bin drin. Das wäre eh klar gewesen. Das war einfach ein ungeschickter Spielfehler, weil ich mehr wollte, als ich kriegen konnte. Ich war mein Hurin schnell gefahren. Ich hätte ihn dann eh vom Boru aufstehen sollen am Anfang. Mhm. Der Azog hat es extrem gut performt. Ja gut, es ist Arzog. Ja, das mit Enters und war natürlich Gamblen, aber dafür ist er halt gleich mal das Monster weg, das tut dir wahnsinnig weh. Ja. Und der Troll war brav. Und sonst, man hat halt, wenn der Arzog früh reinhauen kann, dann brauchst du die Modelle nicht. Richtig, ja. Also der Arzog hat da auch nicht sehr viel aufgearbeitet. Na, der Arzog hat gefressen auf jeden Fall Boromir, den End und Denethor. Ja. Und dann... Und Hurin habe ich verheizt, ganz einfach. Ja. Der war zweit vorne. Ja. Aber irgendwie muss ich halt ein wenig Druck aufbauen müssen probieren. War zu mutig, habe ich was gelernt. Ja. War auf jeden Fall spannend. Die Liste finde ich eigentlich lustig. Ich bin gespannt. Ich glaube, die kann ich am Turnier spielen. Ja. Sollte kein Problem sein. Das heißt, ich muss noch sagen anscheinend 3 Modelle fürs Turnier mal. Das sollte ich auch hinkriegen. Ja. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich die Liste so spielen werde. Ich habe mich eine andere auch noch in Planung. Aber für einen Test war es mir okay. Die einzige Frage, die ich nämlich bei meiner Liste noch habe, spiele ich einen Gundabad-Hauptmann oder einen Jägerhaug-Hauptmann? Gundabad-Hauptmann wäre ohne Schild. Beim Jägerhaug-Hauptmann würde ich mir noch 5 Punkte sparen, die ich dann noch anders investieren könnte. Ja, gut. Vielleicht hat keiner eine Idee, was spielt das. Nein, Abgabefrist ist, bevor das Video kommt. Richtig. War auf jeden Fall lustig. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch, schreibt es in die Kommentare
Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.